Hallo Leute, heute reden wir mal über das Thema Chloriose. Aber bevor wir das Thema anfangen werde, erstmal eine kleine Aufgabe wieder an euch. Schreibt mal unter einfach Phil unter sein neuestes Video. Sein neuestes Video ist unten in die Videobeschreibung verlinkt für euch. Schreibt da einfach mal Hashtag Sakultalks Kanal der Woche. Hier auch eingeblendet. Für etwa meinen Kanal bei Mr. Brechpack etwas mehr Aufmerksamkeit zu bereiten, um halt dann eben vielleicht schon am Montag bei Mr. Brechpack auf seinem Kanal eben Kanal der Woche zu sein. Und jo, da fangen wir direkt mal mit das Gesprächsthema an, aber davor will ich hier den Kanal neu erwähnen, seinen Kommentar auch gerne mal eingeblendet. Viele liebe Grüße an dich. So. Jetzt fangen wir das Thema an. Was ist Chloriose? Chloriose ist ja eine Verkrümmung von die Wirbelsäule. Das könnt ihr so vorstellen. So ist eine Wirbelsäule, sag ich mal, normal. Und bei solchen Menschen, wenn die verkrümmt ist, wenn die also zum Beispiel so eine Kurve geht, so ähnlich halt. Das nennt man eine Verkrümmung von dieser Wirbelsäule. Und was genau diese Wirbelsäule auslöst, tut, also diese Verkrümmung von dieser Wirbelsäule, erkläre ich so jetzt mal. Im Prinzip kann jeder diese Chloriose bekommen. Also es muss keine Vorerkrankung entstehen oder habe. Es ist auch keine Art Vererbung, das muss nicht gegeben sein. Jeder Mensch hat die Veranlagung oder jeder kann die Chloriose bekommen. Auch da gibt es wieder mehrere Abstufungen. Dass auch ein paar Fehlbildungen von der Chloriose, also von der Verkrümmung von dieser Wirbelsäule, auch bei der Geburt schon aufkommen kann. Aber das ist eher selten. Was viel, viel häufiger ist, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene und auch Menschen in das Rentealter eine Chloriose bilden können. Halt über eine Verkrümmung von dieser Wirbelsäule. Das merkt man zum Beispiel, wenn man immer schief sitzen tut oder wenn man zum Beispiel bei Tätigkeiten sehr, sehr leicht Rückenschmerzen bekommt. Bei gewisser Tätigkeit oder sehr schnell, sehr, sehr starke Rückenschmerzen bekommt, da kann man so eine Vermutung haben, dass man so eine Chloriose haben kann. Aber man muss auf jeden Fall, wenn man den Verdacht hat, auf jeden Fall zum Arzt gehen und der Arzt wird dann eure komplette Rücke dann überröntgen, um halt eben festzustellen, ob ihr eine Chloriose habt oder nicht. In leichten Fällen ist es meistens so, dass der Arzt sagen tut, aber ist von jedem Fall natürlich unterschiedlich. Wir kommen mal auf die Jugendlichen zurück, dass zum Beispiel der Arzt sagen kann, die Chloriose ist noch nicht so extrem stark ausgebildet, dass man das unbedingt operieren muss oder halt eben ein Konzept, also gibt es zwei Behandlungsmethode, die man dafür benutzen kann. Das ist einmal so ein Korsett und einmal die OP. Aber wie das Ganze genau ablaufen tut, kommen wir gleich nochmal zu. Der Arzt kann, wie gesagt, sagen, dass wir in ein halbes Jahr circa nochmal kontrollieren werden, wie stark die Chloriose bei dir jetzt ausgebildet ist, ob die vielleicht sogar zurückgegangen ist oder sogar eher stärker geworden ist. Wenn das der Fall sein sollte, dass die stärker geworden ist, dann gibt es einmal zwei Behandlungsmethoden, die man jetzt anwenden kann für die Behandlung. Das ist einmal so ein Korsett. Das Korsett muss man auf jeden Fall 23 Stunden tragen. Ich sage deswegen 23 Stunden, weil man darf nur für Pflegesache, Pflege wie der Körper anbelangt, das Korsett ausziehen. Deswegen sage ich jetzt 23 Stunden. Und
Man muss das Korsett, bis man voll ausgewachsen ist. Im Prinzip, wenn man das als Kind schon bekommt, muss man es bis 18 tragen. Und auch dann ist nicht bei das Korsett vorausgesetzt, dass eben die gewünschte Verbesserung vorliegen tut. Die gewünschte Verbesserung kann man damit nicht unbedingt ergeben. Deswegen ist das sehr langwierig und man muss auch wirklich permanent das Tag und Nacht anhaben. Man darf das auch nicht bei Schlafen ausziehen, weil man muss das wirklich 23 Stunden täglich tragen, außer jetzt für Pflegesache wie Dusche und Co. Dafür darf man es ausziehen. Wenn man eher lieber dann, und dann muss man das noch bis 18 Jahre, bis man eben voll ausgewachsen ist, trage, bis man das gewünschte Ergebnis, wie gesagt, erreicht hat. Aber ist eine sehr, sehr langwierige Methode. Dann gibt es noch die zweite Methode, die ich persönlich empfehlen kann. Das ist die OP. Gewisse Krankenhäuser, also was man vorweg sagen kann, nicht jeder Krankenhaus macht die OP. Darüber muss man sich auch über mit seinem Arzt zum Beispiel vor Ort absprechen, wer die OP durchführen tut, was für ein Krankenhaus zum Beispiel. Teilweise kann es sein, dass man bis in Berlin zum Beispiel muss, für halt eben die OP zu machen, aber nicht zwangsläufig, weil die meisten Krankenhäuser in unserer Umgebung, die führen so eine OP nicht durch oder kennen sich eben nicht genug mit das Thema aus, dass sie eben so eine OP durchführen können. Da gibt es zum Beispiel, sagt man, die OP wird dann durchgeführt und dann wird sein Rücken von derjenige, sag ich mal, aufgemacht. Die Fehlstellung von der Wirbelsäule wird dann korrigiert. Das Ganze erledigt sich dann eigentlich ganz schnell mit einem Nagel, den man da fest reinhaut und mit so einem Stab meistens, also mit so einem Stab und mit so einem Nagel, die man da fest mit Knochen verbunden werde. Und dann kann auf jeden Fall sein, wenn die OP erfolgreich verlaufen tut, das wird ja sehr wahrscheinlich erfolgreich verlaufen, dass zum Beispiel die Kloiose nicht mehr wiederkommen tut. Da kann man auch gerne noch ein paar Nahuntersuchungen machen und viele Ärzte stellen fest, die haben keine Beschwerde, null Einschränkung von die Bewegung. Derjenige kann alle Sportarten durchüben und durchmachen. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, dass man die so eigentlich relativ schnell beheben kann. Man muss natürlich erstmal den richtigen Arzt finden und das richtige Krankenhaus. Und das habe viele Leute mit Problemen mit, für den richtigen Krankenhaus zu finden. Weil, wie gesagt, nicht viele Krankenhäuser holen so eine OP an. Und wie ich schon gesagt, auf jeden Fall eine gute Sache, dass so eine OP dann geben tut, dass man eben die Behandlung oder diese Fehlstellung von dieser Wirbelsäule somit beheben kann. Und wie gesagt, es können auch Babys davon betroffen sein und Jugendliche und natürlich auch erwachsene Menschen, wann die Kloiose aufkommen tut bei die Einzelpersonen. Also die Ursache kenne ich jetzt persönlich nicht ganz genau. Könnt ihr mir die Kommentare gerne aufklären. Fühle mir da vielleicht weiterzuhelfen. Auf jeden Fall, jeder kann davon betroffen werden, früher oder später. Es muss zwar nicht zwangsläufig sein, aber diese Krankheit ist eben nur eine Fehlstellung, die Wirbelsäule. Und ja, die kann auch teilweise sogar hier sind zum Beispiel die Rippe. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass die Wirbelsäule die sich so komisch verdrehen tut, dass die in die Rippe zum Beispiel reinstichen tut. Und dass zum Beispiel den Platz, was den Brustkorb hat, zum Beispiel durch die Fehlstellung, durch die Wirbelsäule nicht gegeben ist. Da tut der Arzt das meiste sehr schnell feststellen, dass man das sehr schnell korrigieren muss. Und dann ist er im Prinzip auch eigentlich erledigt. Die Korrektur hat auf jeden Fall stattgefunden. Und
Viele Menschen sind damit zufrieden, viele Kinder und Jugendliche auch mit so einer OP. Zum Beispiel so ein Korsett. Ich kenne auch selber Menschen, zum Beispiel meine alte Schule, die so ein Korsett getragen habe damals. Ist auf jeden Fall, wenn man die 23 Stunden täglich bis 18 Jahre tragen muss, würde ich das erst auf keinen Fall machen. Aber dann sage ich mal, hier beende ich mal das Video. Könnt das Video gerne mal einen Daumen hoch geben und einen Kommentar hinterlassen. Bis dann, Leute, und haut rein.